Gut, ein neuer Versuch. Vielleicht diesmal. Vielleicht können wir diesmal am Leben bleiben. So weit ist der Weg ja nicht. Wir haben also festgestellt, dass, was waren das, ungefähr 5 Geckos für uns doch zu viel sind. So, ach Gott, wir müssen ja, stimmt, wir müssen erstmal hier durchlaufen. Und das ist teilweise nicht schön. So. Und so. Okay, gut. Mir wurde auch geraten, dass ich nicht gerade unbedingt hier unten rasten sollte bei den ganzen Fässern. Das ist eigentlich keine so schlechte Idee, weil die Strahlung dürfte doch relativ hoch sein. So, wir haben hier einige goldene Geckos. Ich wechsle schon mal auf meinen. Obwohl, den ersten Schuss kann ich nicht liefern. Zulik, hör auf, mich so anzusehen. Ja, ja. Aua, wieso bin ich da reingelaufen, ich Idiot? So, es wäre okay, wenn wir den Gecko möglichst einzeln erledigen würden. Wenn er uns denn sehen würde. Hallo. Oh Gott, warte mal, ich versuche jetzt nicht gerade hier reinzulaufen. Er erinnert mich so ein bisschen an die komische Jagd von diesen, weiß nicht wie die hießen, Schreckensklauen oder so. Ich schieß mal auf dich. 30%. Immerhin. 4 Trefferpunkte. Wunderbar, ich wechsle meine Waffe. Und gehe woanders. Tschüss. Nicht da rein. Ich glaube, Zulik ist noch relativ immun dagegen. Kann das sein? Ich gehe mal hier hin und hoffe, dass das Vieh auf mich zukommt. Vic ist ganz schön dumm. Ja, Vic ist ganz schön dumm. Ja, das Vieh kommt auf mich zu. Sehr gut. Dann folgen mir wenigstens alle aus dieser komischen Suppe hier raus. Ich gehe derweil hier hin. Ja, damit hast du 3, 4. Okay. Damit sind dir immerhin schon mal 16 Trefferpunkte abhanden gekommen. Für nichts. So. Und jetzt beginnt der Kampf. Den ich hoffentlich überlebe. Oh, getroffen sogar. Naja. Ja, der wichtigste Punkt ist, ihr müsst das Vieh töten, bevor es mich tötet. Immerhin sind wir zu dritt. Wobei Vic und ich offensichtlich gar keine Hilfe sind. Sehr gut. Zulik dafür umso mehr. Siehst du eigentlich aus mittlerweile? Schwer verwundet. Sehr, sehr fein. Sehr gut, du hast mal getroffen. Autsch. So. Ich versuche. Oh, ich wollte nicht den Weg treffen. Ich habe eh verfehlt. Mist. Autsch. Ah, das sah gut aus. So, ich versuche nochmal den goldenen Gecko zu treffen. Einmal. Jetzt gehe ich mal hinter dich. Sehr gut. Ja. Getroffen. Und das war's. Sehr schön. Kampf beenden. Jetzt möchte ich mal gucken, ob ich jetzt was abziehen kann oder nicht. Ja, ich kann die goldene Geckohaut nehmen. Sehr gut. 135 Erfahrungspunkte bekommen. Vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich noch, in dieser Folge ein Level aufzusteigen. Ich würde aber ganz gerne, da Vic sich nicht besonders clever angestellt hat, mich kurz mal ein bisschen oben erholen. Ich glaube, vor die Höhle kann ich nicht gehen, oder? Hier, genau. Ich muss an die Streben. Sind das Streben? Weiß ich nicht. Gehen. Streben, Sprossen, whatever. So, ich versuche mal hier irgendwo zu rasten. Abseits der Fässer. Hier dürfte die Strahlung nicht so hoch sein. Hoffe ich. Speichern, genau. Okay, ich würde gern Pip-Boy bis zur Heilung der Gruppe ausruhen. Da ich noch schwerster Hund sein dürfte, könnte ich auch, bis zu meiner Heilung ausruhen können. So, ich bin schon bei über 9000 Erfahrung auf jeden Fall. Ich entdecke störende Schwellung an jedem Fuß. Oh, ich bin doch noch in der Strahlung. Ohohohoho. Ohoho. Ich bin verstrahlt. Das ist schlecht. Vielleicht sollte ich mal Red Away nehmen. Du verlierst 11 aktuell Verstrahlungsgrad. Okay, wie sieht's aus?
Ich bin nicht mehr verstrahlt. Okay. Ich sollte auch nicht hier rasten, offensichtlich. Gut zu wissen. Ich speichere mal. Und wir kümmern uns um den nächsten Kampf in der Hoffnung, dass ich nicht... Oh, soweit bin ich. Hier reinlaufe zumindest. Einmal hier runter, bitte. Kann man sich von oben unauffällig näher... Guck mal, da oben ist ein goldener Gecko im Gang. Das ist sehr gut. Ich werde erstmal kurz die Waffe hier nachladen. Wunderbar. Dann speichern und wir bewegen uns darauf zu. Hallo, goldener Gecko. Ich würde sagen, du musst irgendwie auf mich aufmerksam werden. Oh, du bist nah genug dran für einen guten Schuss. 73%. Und ich laufe weg. Sehr gut. Sulik, das war nicht so hilfreich. Warte mal, ich wechsle schon mal die Waffe. Und lauf schon mal ganz weg. Ich habe das Gefühl, dass der goldene Gecko auf mich wütend ist. Wunderbar, jetzt laufe ich in die andere Richtung. Ah, du kannst mich doch angreifen. Nein. Jetzt habe ich einfach direkt neben Sulik stellen, weil da hat er wenigstens zwei Angriffe. Eins, es sei denn, das Vier rutscht natürlich weg. Ah doch, es geht. Gut, einmal 12%, ich habe trotzdem getroffen. Wow, dann gehe ich doch mal dahin. Und da kannst du mich trotzdem angreifen. Zweimal sogar, Sulik. Walter des Amtes. Sehr gut, zweimal sehr gut sogar. 14. Ja, dann bist du nicht tot. Kann ich angreifen. Mit 52%. Peak. Einmal getroffen, immerhin. Und auch Vic kann angreifen. Sehr gut. Nochmal 135 Erfahrungspunkte. Wie viel haben wir denn? Wir haben jetzt 9430. Okay, wir werden hier unten wahrscheinlich kein Level aufsteigen, aber wir werden schon mal ein Stück näher rankommen. Danke für deine goldene Gecko-Haut. Vielleicht kann ich damit irgendwann eine bessere Waffe kaufen. Eine richtige Schusswaffe. Also eine mit, die ich nicht bei jedem Zug nachladen muss. So, die Frage ist, ist die Suppe jetzt hier über den ganzen Korridor? Ja, scheiße. Verteilt. Einer ist dort, einer ist dort. Okay, wir könnten es also wagen, von unten noch mal jemanden rauszufischen. Also einen können wir auf jeden Fall noch kriegen. Über den zweiten bin ich mir nicht ganz sicher, wenn wir nicht gerade die Suppe laufen müssen, wollen. Was ich offen gestanden nicht unbedingt möchte. So und so. Vic läuft durch die Wand ein bisschen, das kann er ja machen. Durch die Pfütze wahrscheinlich gleich noch. Das ist auch mal kein Problem für ihn. Da ist ein goldener Gecko. Hallo, goldener Gecko. Kriege ich nicht hin. Keine Munition mehr. Okay. Getroffen? Oh ja. Waffen wechseln. Fliehen. Ja, da kommt der Gecko. Ja. Sulik ist in Ordnung, wenn er da reinläuft. Der hat irgendwie die Stiefel noch an. Ich allerdings nicht. Ich laufe also deswegen weg. Hoffe, dass Vic nicht hier reinläuft. Schafft er wirklich nicht. Sehr gut. Jetzt laufen sie aber wieder aus dem Grün raus. Sulik tritt nochmal. Aus vollem Lauf. Das ist in Ordnung. Ein Trefferpunkt. Okay. Wie machen wir es denn am besten? Ich glaube, ich gehe hier hin. Ich glaube nämlich, da wird mich das Vieh nicht kriegen sofort. Mein Gott, du hast zwei Angriffe, Vic. Okay, und jetzt gönne ich erstmal dir ein Pika. Warte mal, ich gehe mal eins ran. Treff natürlich nicht. Und dann stelle ich mich, keine Ahnung, dorthin, sodass Sulik jetzt zwar zuschlagen kann. Autsch, autsch. Sulik. Zweimal habe ich gesagt. Ich habe ja getroffen, Sulik. Und du? Sogar Vic hat getroffen. Auch der goldene Gecko hat getroffen. Ah, Sulik tritt auch. Sehr schön. Und das Vieh 21 und ohnmächtig ist es. Oh, das ist sehr gut. Da können wir es nochmal anpieken, oder?
Achso, es war noch nicht ganz tot. Gut, können wir mal irgendwie das Vieh noch... Können wir nicht? Warum? War es kein goldener Gecko? Haben wir es kaputt gemacht irgendwie? So, wo ist der letzte Gecko? Der letzte Gecko ist dann wohl... Ach, kann man vielleicht hier unten lang gehen? Das wäre eine Möglichkeit. Hier ist nicht ganz so viel Strahlung. Wo ist denn bitte der letzte Gecko hingelaufen? Ach, hier. Ich speichere das Ganze mal. Du lebst noch? Was ist denn... Entschuldige mal. Ach so, gut, wie tot bist du? Okay. Könnte bitte mal jemand das Vieh töten? Dankeschön. Ich beende den Kampf. Jetzt kann ich dich erst looten. Okay. Interessant. Ich speichere nochmal. Kann ich hier... Oh Gott, nein. Kann ich hier unten lang ohne... Ich muss einmal durch die Suppe durch, offenbar. Dann kann ich auch durch die Suppe durch, aber hier sind es, glaube ich, zweimal Suppe. Suppe hin. Und da hinten ist nochmal etwas... Nee, komm. Das lohnt sich für mich nicht. Habe ich... Warte mal, habe ich meinen Speer verloren? Oh ja, habe ich. Wen greifst du den? Hallo? Naja, nein. Dankeschön. Kann ich meinen Speer auch wieder ausrüsten? Das wäre super. Das Ding kannst du mal kurz laden. In Ordnung. Dann würde ich vorschlagen, dass wir einfach wieder gehen und uns nach Klamath verziehen, wo wir uns da in Ruhe ausruhen können. Ich muss gestehen, diese Folge wird etwas kürzer ausfallen, da ich heute nicht ganz so viel Zeit habe, weil ich dann auch mal irgendwann los muss. Und wie ich auch schon bei Planescape Torment gesagt habe, es gibt nächste Woche leider keine Folgen, da ich geschäftlich zu tun haben werde, sage ich mal. Also beruflich zu tun haben werde. Geschäftlich klingt immer so, als ob ich der übelste Kaufmann wäre. Speichern. Wir gehen nach Klamath oder nach... Kann man bei Aerolio, kann man da auch, Viecher... Ach nee, komm. Wollte ich übertreiben. Wir könnten auch da noch irgendwelche Geckos töten. Aber wegen dem paar Häuten glaube ich nicht dahin. Ich glaube, goldene Gecko-Häute sind viel mehr wert. Ab in die Stadtmitte. Hier würde ich mich ganz gern ausruhen bis zu meiner Heilung. Das heißt, wie gesagt, nächste Woche gibt es keine Folgen, weder Planescape Torment noch Fallout 2. Dazu komme ich erst wieder in der Woche darauf, schätze ich mal. Und auch da wird es einfach relativ knapp, weil ich da gleichzeitig noch mit Rollenspiel beschäftigt bin. Ich habe in meiner Gruppe endlich einen Termin gefunden, meine Güte. So, ich möchte mit dir tauschen, ohne großes Gelaber bitte, und möchte gerne wissen, was denn so eine goldene Geckohaut wert ist. 125, das ist doch schon mal, das ist ja ordentlich. Oh, und du hast 217. Da hätte ich gerne mal das. Vielen Dank. Du hast auch gesagt, dass du relativ viel Geld für Gecko heute zahlen würdest. So, da kriegst du noch die Dinger. 155. Das Messer ist zu viel wert, glaube ich. Ich habe ein Schnitzelfleisch zu viel. Kannst eins noch haben. 160. Ja, kannst du so bleiben. Dann gib mir noch 35, dann dürften wir doch im Geschäft sein. Ja, wunderbar. Ich biete dir das. Ein guter Tausch. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. So, dann werden wir versuchen... Ja, ich hau ab. Dann werden wir versuchen, demnächst wieder nach... Also in der nächsten Folge wieder nach Dan zu kommen und uns da noch ein bisschen zu verdingen. Wir müssen immer noch den komischen Fred suchen. Wir müssen noch so einiges machen, aber so richtig vorankommen wir nämlich auch nicht. Wenn wir da nicht in ein, zwei Folgen vorankommen, würde ich wahrscheinlich versuchen, mal nach Ward City zu gehen. Können wir kurz mal hier unsere Karte sehen. Die Weltkarte am besten. Ach, können wir nicht. Okay. Gut. Ist vielleicht hier möglich? Karte? Nee, ist leider nicht. Na gut. Dann würde ich mal versuchen, nach Ward City zu gehen und gucken, was ich da so alles schon erleben kann. Wahrscheinlich werde ich relativ schnell getötet. Aber wir werden sehen. So, bis denn dann. Ciao. Tschüss.